Ja, danke, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Minister. Also eins verstehe ich bis jetzt nicht, und das ist die Ablehnung dieser Reform oder dieser Änderungen durch die SPÖ mit der Begründung, ja, Entbürokratisierung ist gut, aber wir lehnen eine Entbürokratisierung ab, wenn die Arbeitnehmerfeststellung auch nicht entbürokratisiert wird. Also das ist ein Argument, dem kann ich also leider, Verzeihung, dem kann ich wirklich nichts abgewinnen. Zum Gesetzesvorhaben selbst, da hat mein Vorredner durchaus recht, es bringt eine beträchtliche Entbürokratisierung, auf der einen Seite durch den digitalen Aushang von Veränderungen und nicht mehr durch Aushang in den einzelnen Gemeinden, auf der anderen Seite durch den Verzicht auf die laufenden Hauptfeststellungen und eine sogenannte rollierende Fortschreibung der Einheitswerte und damit der Steuerbemessungsgrundlagen. Dass da eine Entlastung, eine steuerliche oder finanzielle Entlastung der Bauern drinnen ist, das sehe ich nicht. Ich habe mir da alles Mögliche durchgerechnet. Das ist also neutral. Es bietet sogar die Möglichkeit einer schnelleren Erhöhung der Besteuerungsgrundlage durch diese rollierenden Änderungen. Also wenn, kann man es dazu brauchen oder missbrauchen, um die Steuerlast für die Landwirtschaft schneller anzuheben, als das bisher möglich war. Ich hoffe, das geschieht nicht. Zum Kollegen Hakel nur eines noch. Ja, vollkommen richtig, die Landwirtschaft ist eine tragende Säule und die könnte in Österreich 10, manche sagen 12 Millionen Leute erwirtschaften. Das hängt aber davon ab, welche Preise bezahlt werden. Wir sind ja in diesem europäischen Agrarsystem weit, weit ab von der Bezahlung von kostendeckenden Preisen für irgendwas, ausgenommen dem Wein. Also der ist das einzige marktwirtschaftliche Produkt, das noch übrig ist. Schnäpse auch, ja. Aber alles, was also Grundstoff, Agrarindustrie ist, lebt nur von Subventionen. Die Subventionen machen teilweise mehr als 50% der Einkommen für viele Produkte aus. Das ist eine wirklich ungesunde Situation und da gibt es nichts zu beschönigen. Und das ist die Situation, weshalb wir natürlich nicht für 10 oder 12 Millionen produzieren, sondern nur knapp das produzieren, was wir verbrauchen, wenn man die Importe abzieht davon. Und ich glaube, da ist ein wirklicher Handlungsbedarf da. Da steckt nicht nur ein wahnsinniger bürokratischer Aufwand der staatlichen Organisationen von der EU-Ebene über die Bundesebene, über die Landesebene dahinter, sondern da steckt auch eine riesige bürokratische Belastung für die Bauern dahinter, die nicht einfach ihr Produkt verkaufen, sondern die hunderte Seiten im Jahr ausfüllen müssen, um einen Wirrwarr an Subventionen zu bekommen, vom Stehenlassen eines morschen Baums angefangen bis zur einfachen Quersubvention des Getreidepreises. Und da etwas zu tun wäre angesagt, und in der ganzen Diskussion fehlt mir ein bisschen, dass man sich mit diesem Kernthema auseinandersetzt. Vielen Dank. Zustimmen werden wir. Applaus